Gut euch zu sehen, Leute. Robin hier, aka San Cruzo. Willkommen zu diesem Video. Heute mache ich mal wieder ein Reaction-Mix-Analyse-Video von euren Songs, euren Beats. Ich habe wieder sehr, sehr viele Sachen bekommen. Erstmal fettes Danke dafür. Ich werde heute nicht alles schaffen, aber keine Sorge, ich habe jetzt die Liste und ihr seid in dieser Liste drin. Und ich werde das jetzt regelmäßiger machen. Das heißt, irgendwann seid ihr dann auch dran. Bitte schickt mir jetzt keine Sachen mehr. Ich werde die richtige E-Mail-Adresse dann wieder leaken, bald. Und dann könnt ihr mir auch eure Sachen zuschicken. Ja, wie gesagt, fettes Danke an jeden, der was zugesendet hat. Und ich würde sagen, los geht's. Hier ist schon alles ready. Let's go. Wir fangen an mit Vocals. Red Snake, Pfeile im Herz. Okay, Leute, ich muss mir das jetzt nochmal anhören, weil ich war irgendwie so in dem Song drin, was ein gutes Zeichen ist. Ich hab Bock, aber let's get serious. Ich werde jetzt nochmal den Song hören, mit Blick auf das Technische. Ja, Freunde, das langweilige Technische nochmal hören. Los. Die Jacke Designer Moncler, von mir fuck eine Meile entfernt. Dafür ist hart, werde high von dem Schmerz. Hart, ich hab Pfeile im Herz. Und wieder wird das Fallen Glas geleert. Die Jacke Designer Moncler, von mir fuck eine Meile entfernt. Dafür ist hart, werde high von dem Schmerz. Hart, ich hab Pfeile im Herz. Okay, was mir jetzt bei der Hook schon mal auffällt. Von der Breite ist das noch okay, wenn das jetzt in dem Part genauso ist, finde ich das Ganze ein bisschen zu breit gemischt. Für eine Hook ist es absolut okay, im Part müsste das Ganze ein bisschen mehr aus der Mitte rauskommen. Ja, in der Hook ist alles möglich. Statement des heutigen Tages. Ja, was den Mix angeht von den Vocals, ich finde, also man hört, dass du so eine, man nennt das Badewanne, gemischt hast. Also du hast ziemlich viele Tiefen, ziemlich viel Wärme drin und ziemlich viele Höhen. Aber in der Mitte ist es so ein bisschen badewannenmäßig. Also du hast nicht viele Mitten, wodurch die Stimme ein bisschen weniger hittet. Du hast zu wenig so Punch und zu wenig Sprachverständlichkeit da drin. Also die Badewanne würde ich ein bisschen korrigieren, indem du einfach ein bisschen mehr Mitten reinbringst. Ja, nee, das ist absolut okay. Die im Part hast du jetzt ein bisschen mittiger alles gemacht. Also alles gut. Digga, nicer Song. Wirklich sehr nicer Song. Was ich cool finde, dass du coole Effekte reinbringst. Die geben einen geilen Vibe, die bringen Abwechslung. Das hast du wirklich ziemlich gut gemacht. Ich finde die Atma noch ein bisschen zu laut. Das macht das Ganze immer so ein bisschen unprofessionell. Die würde ich leiser machen. Wie gesagt, die Badewanne ein bisschen raus. Und dann ist das Mixing ziemlich gut. Geiler Vibe im Song. Weiter so. Danke für deine Einsendung, Red Snake. Wir machen ein Beat von Nico. Ein Lucio-Type-Beat.
Ich finde am Anfang diesen Plug ganz cool. Dann irgendwie kommt halt ein neuer Plug rein oder der ist nochmal gelayert und dann finde ich den ein bisschen cheesy. Der klingt dann ein bisschen zu sehr nach so Jingle Bells. Zu Weihnachtsliedmäßig. Ich glaube, das liegt am Hall, den du da drauf hast. Vielleicht einfach an der Soundauswahl. Ich finde es ein bisschen zu lieb. Und check nochmal bitte, ob der zweite Ton vom Timing her an der richtigen Stelle ist. Ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen zu früh kommt. Und das überträgt sich später dann auch auf die Kick oder auf den Bass. Also du wolltest ja dieses... Und du hast den irgendwie so... Außerdem finde ich, dass der Beat ein bisschen zu monoton ist. Du hättest da mehr B-Parts reinbringen müssen. Also einen B-Part vielleicht. Aber die Melodie, die du hast, geht die ganze Zeit durch. Dann hast du in einem Part einen High-Cut-Filter auf die Bells oder auf den Plug gemacht. Und das soll dann so quasi dein B-Part machen. Ist, finde ich, ein bisschen zu wenig. Der wird ein bisschen eintönig und es kommt kein richtiges Drop-Feeling auf. Außerdem kannst du diesen, ich sage jetzt einfach mal, ist eine Bell, die kannst du viel breiter machen. Die ist mir noch ein bisschen zu sehr mittig. Wenn du die ein bisschen breiter machst, dann hört sich das Ganze auch interessanter an und ist auch besser, um drauf zu rappen. Ja, alles ein bisschen zu eintönig, aber man merkt, du machst es jetzt noch nicht ewig. Ist auch voll okay, aber das sind so die Tipps, die ich dir geben kann. Also einfach weitermachen. Danke dir für die Einsendung. Dann hier ein Song mit Vocals von Crisco. Der Song heißt Kim K. Beats. Ich fahre fest in meinem Film und häng wieder in Gedanken fest. Der gleiche Scheißstreifen, der mich aufs Neue nicht schlafen lässt. Verdank ich jetzt den ganzen Stress, den Kampf in meinem Kopf gegen Geister und mich selbst. Keine Zeit dieser Welt, halt zu tief getroffene Wunden lassen Narben dann entstehen. Durch die Jahre, die vergehen, durch den Dreck, den man frisst. Okay, Bro. Erstmal, der Vibe gefällt mir. Bisschen Real Talk. Bisschen ernste Zeilen. Man merkt auch, du hast dir beim Text Mühe gegeben. Erstmal Props dafür. Die Stimme, das ist direkt aufgefallen, ist viel zu leise. Und was mir auch direkt aufgefallen ist, dass du deine Doppelungen in der Mitte hast. Ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, aber meiner Meinung nach kommen Doppelungen immer, immer geiler, wenn die zumindest ein bisschen gepannt sind. Zumindest 50%. Ich mache eigentlich fast immer 100% nach links und rechts pan. Ja, das ist mir aufgefallen. Stimme muss viel lauter. Ich mach das mal kurz mit Master Rebalance. Ich fahre fest in meinem Film und häng wieder in Gedanken fest. Der gleiche Scheißstreifen, der mich aufs Neue nicht schlafen lässt. Verdank ich jetzt den ganzen Stress, den Kampf in meinem Kopf gegen Geister und mich selbst. Keine Zeit dieser Welt, halt zu tief getroffene Wunden lassen Narben dann entstehen. Durch die Jahre, die vergehen, durch den Dreck, den man frisst, durch vergebenes Vertrauen. Ein Tipp, den ich wirklich auch allen geben kann. Bei ihren Vocals. Man merkt hier, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass, also es wurde komplett durchgedoppelt, alles, nicht nur die Reime. Und man hört, dass deine Hauptstimme tiefer ist als deine Doppelung oder halt andersrum. Auf jeden Fall sind zwei verschiedene Tonhöhen da drin, was, finde ich, immer nicht geil kommt. Weil dann weißt du nie so wirklich, okay, was ist jetzt so der Ton des Songs? Man ist die ganze Zeit so ein bisschen unsicher. Und es kommt einfach nicht harmonisch rüber. Weil es meistens nur so ein bisschen drüber liegt. Es ist ja natürlich was anderes, wenn du irgendwie eine Terz oder so darüber direkt triffst. Das ist wieder was anderes. Aber hier ist es halt so einfach so ein bisschen höher. Und das habe ich oft, auch mit vielen Songs von Kunden, dass die
so ein bisschen zu hoch einfach die Doppelungen machen. Und was ich da empfehlen kann, ist Vocaline. Das ist keine Werbung. Vocaline ist sehr, sehr gut dafür. Ich glaube, das gibt es allerdings erst ab Vocaline Ultra, dass du die Tonhöhe automatisch anpassen lassen kannst. Wenn ihr das euch nicht kaufen wollt, wenn ihr es nicht selber hinbekommt, die gleiche Tonhöhe zu treffen, dann versucht mit sowas wie Melodyne, um die Tonhöhen manuell anzupassen. Das ist mein Tipp. Das verbessert einen Song meistens wirklich sehr, sehr stark. Und das höre ich halt hier auch. Die Stimme ist auch noch viel zu mumpfig. Versuch einfach, dich vielleicht ein bisschen mehr noch mit EQing zu befassen. Chris Coe, danke dir. Okay, dann ein Beat von Finn. Okay, Digga. Erstmal nice. Wäre die Snare jetzt noch lauter, dann hätte es mich tatsächlich auch gepackt. Aber die Snare ist viel zu leise. Die muss viel mehr ballern. Oder die Clap. Ich höre so ein ganz, irgendwie so ein bisschen unangenehmes, verzerrtes Geräusch von der Kick ausgehend oder vom Bass. Vielleicht ist es geklippt, vielleicht ist die Verzerrung da extra drin, weil das bringt so hohe Frequenzen auf die Saiten und dann ist die Kick nicht mehr so. Aber cool, finde ich cool, diese, weil das ist immer schwierig eigentlich hinzubekommen, B-Parts und Variationen zu erzeugen und trotzdem noch das so rüberzubringen, dass das Ganze ein Fluss ist. Und das, finde ich, hast du gut hinbekommen. Ja, Mann, das ist es eigentlich. Coole Idee, ich sehe da auf jeden Fall Potenzial. Check noch mal ein bisschen die Lautstärkeverteilung. Hör dir viele, viele andere Beats an von erfahrenen Leuten. Guck, wie die ihre Snares, wie laut die ihre Snares haben, wie laut die ihre Melodien haben. Der nächste Song ist von Calvin. Lass sie reden. Lass sie reden jeden Tag. Calvin, meine Mission, be smart. Lass sie reden jeden Tag, wer von euch war da? Lass sie reden jeden Tag, kippe meine Mische wie ich's mag. Lass sie reden jeden Tag, wer von euch war da? Lass sie reden jeden Tag, ey, nimm die Sünden mit ins Grab. Way, auf meinen Schultern sitzt ein Engel und ein Teufel, aber jeder von den beiden sagt: Rauch nen Gibbet, trink ein Glas weg. Sieh es durch, solange du auf der Erde weinst und noch atmest. Cooler Song, wirklich, hat echt Potenzial, geil. Ich finde, dass die beiden, also es ist ja so ein Feature, glaube ich zumindest, dass die beiden Stimmen viel zu verschieden klingen, weil jetzt die Stimme in dem ersten Part ist halt viel, hat halt viel mehr Höhen, klingt viel, viel präsenter, viel mehr exciting. In der Hook ist halt ein bisschen mehr so neutral, sag ich mal. Ich würde so eine Mischung aus diesen beiden Vocals nehmen. Ich finde die in dem Part, die finde ich ein bisschen zu höhenreich, ein bisschen zu wenig Tiefen, viel zu dünn. Man könnte damit noch davonkommen, heutzutage, mit diesen extrem dünnen Vocals. Ich würde den Delay noch lauter machen, der ist nämlich geil gesetzt in der Hook. Und dann wird das ein cooler Song, Mann. Gefällt mir. Und dann kommen wir zum letzten Beat
von meinem Boy Vior, einer meiner besten Stammkunden. Er macht jetzt auch Beats und wir hören mal, was der Boy so drauf hat. Gruß geht raus an Vior. Also erstmal fetten Respekt dafür, dass du das erst wirklich seit kurzem machst. Ist vor allem so das Arrangement und so die Struktur sitzt schon sehr gut. Geiles Sample. Ich denke mal, dass du irgendwie ein Splice-Sample oder so genommen hast. Wenn du es selber gemacht hast, dann alle Hüte ab. Meine Kritik an dem Ding ist, dass deine Soundauswahl nicht ideal ist, meiner Meinung nach. Ich finde, die Kick muss bei so einem bösen Sample mehr so eine distorted, ekelhafte, in die Fresse Kick sein. Die ist zu natürlich. Und auch die Snare. Die klingt irgendwie so ein bisschen lasch. Das muss viel knackiger sein. Die sind knackig wie Wiener. Und mir gefällt das nicht, dass in dem einen Part keine Hi-Hat drin ist. Ich finde, das passt nicht zu dem Beat. Ich finde die Hi-Hat, die du danach reingebracht hast, gut. Die würde ich auch noch in den Part reinmachen. Und ich finde die Kick-Setzung, wie du die Kicks gesetzt hast, auch nicht optimal für den Beat. Da hätte ich eher so einen anderen Groove einfach genommen. Ich mach's mal hier ins Mikrofon rein. Irgendwie so. Ansonsten wirklich cool, so die Struktur aufgebaut. Auf jeden Fall cool, Mann. Weiter so. Dann war es auch schon von diesem Video. Nochmal danke an alle Beteiligten. Wie gesagt, ich werde wieder einen Aufruf starten bald mit der richtigen E-Mail-Adresse. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Producen. Ciao, Leute.